Moin! Moin! Wir sind gerade unterwegs. Ich wollte euch mal zeigen, so ungefähr, wie Maisfahren hier aussieht. Das ist bei uns immer gleich eine ordentliche Schlammschlacht. Ne? Ja, so sehen die Straßen aus. Und dann hier, ja, das ist immer gleich durchgeplottert. Ne? Das ist jetzt hier auf der dänischen Seite direkt hinter. Ne? Aber nee, deswegen bin ich nie so ein Mais-Fan. Ich finde das so kacke, weil das so am Matschen immer ist. Das ist eine andere Nummer, ne? Das kennen viele von euch ja gar nicht. Deswegen haben ja hier die meisten Maishäcksler auch hier Raupenfahrwerke und sowas. Ne? Und ein Trecker ist immer da zum Rausziehen, wenn die festsitzen und sowas. Ja, aber so im Groben und Ganzen sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Das ist das Vorende, was hier aufgewühlt ist. Ne? Aber die Spuren hoch, das sieht ja echt nicht verkehrt aus. Also es geht deutlich schlimmer. Das hier ist noch sehr gut runtergekommen. So, wir beide sind jetzt gerade schnell mal unterwegs, ne? Nur kurz nach Dänemark rein, was schnell holen. Und dann geht er auch gleich nach Hause. Ist ja auch schon wieder Viertel vor elf. Ja, ist auch noch Wischwascher. Wischwascher füllen. Gott verdammt. Ne? Ne, aber so sieht das hier auf der dänischen Seite sonst aus. Hier ist Weizen gesät. Aber die Fahrbarkeit lässt auch hier nach. Dann die nächste Fläche, da ist die Spritze auch ein bisschen abgegangen. Also, ja. Wir haben es inzwischen schon gut nass. Hier hinten, da sieht man ein paar Spuren. Ja. Auch schon für die Gänse da was aufgebaut. Ja, Gänseproblematik hier natürlich genau dasselbe, richtig. Ne? Und sonst ist hier viel, also auf dieser Strecke hier viel Weide eigentlich. Die Maisfläche ist nun mal auch Weide, das haben sie jetzt einmal, ich schätze wegen dem Agrarantrag einmal umgerissen, dass das Ackerstatus hat. Aber normal ist hier eigentlich fast nur Grünland auf der Strecke, weil das einfach am besten funktioniert. Ja, noch was. Die erst machen hier auch Rüben. Also auch sehr interessant, finde ich. Ja, haben es dieses Jahr tatsächlich auch sehr gut vom Feld bekommen. Ne? Und die liegen jetzt ja hier auf Miete und werden dann irgendwann, das wisst ihr besser wie ich weiß gar nicht, so Richtung 1-2 Monate oder so geholt. Nee, aber finde ich auch interessant, das Thema. Ja, so, wir hätten keinen Nutzen davon, aber für die Biogasanlage oder so ist das ja ein Nutzen, ne? Ja. Ich glaube, ja, die werden in den Biogas gehen. Und zur Zuckerfabrik ist das ja wieder, wie immer bei uns, langer Transportweg. Das, glaube ich, rentiert sich ja nicht. Aber finde ich cool, dass sowas hier auch mal angefangen wird. So kriegt man ja auch solche Sachen mal zu sehen. So, den Regen heute ausgenutzt und schnell mal auch den Trecker sauber gemacht. Der war ja nun voll Mist, vom Mist aufschieben hier. Ne? Wie gesagt, dann fegen wir das noch alles. Kreisäcke habe ich gleich mit sauber. Dass das alles schon mal ja, schick ist. Ne? Dann können wir den jetzt wegfahren hier. Nur ein bisschen getrocknet. Boah. Dass das nur von so einem Mist hochschieben dreckig wird. Ne? Dann fällt das hier runter. Naja. Ein bisschen ist der Haufen schon wieder zusammengesackt. Wir werden sowieso generell noch einmal sacken. Ne? Das ist so. Aber ja, so habe ich schon wieder ein bisschen mehr Platz. Sonst hier mit dem Umbau geht es auch weiter. Aber es sind so jetzt so die Arbeiten. Ja, bist lange dabei, siehst du eigentlich den Erfolg nicht zur Zeit. Der nächste große Erfolg wird dann erst, wenn die Spalten rauskommen, dafür soll ich noch Sand holen und wenn hier die Decke rauskommt. Ne? Was man so richtig sichtbar sieht. Das läuft so nebenbei jetzt immer weiter, dass wir die beiden Sachen hier, ne, gleichzeitig so ziemlich fertig kriegen. Ja, heute kam der Paketmann. Und ich traue meinen Augen nicht, echt nicht. Also. Ja, ich habe was von meiner Wunschliste spendiert bekommen von euch. Einmal Cage Spray. Ist leer auch wieder. Hammer cool, passt auch perfekt. Und dann war da noch das Ding dabei. Ich kam aus dem Staunen wirklich nie mehr raus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so nett. Wahnsinn, also echt, da war leider kein Zettel dabei. Ich habe auch keine Mail oder so bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, da geht dies Jahr das Schrauben hier ja, auf jeden Fall doppelt so schnell, ne? Wir haben Mucke hier. Geil! Ich habe nie Mucke hier, weil ich hatte das immer mit der Bluetooth-Box, aber dann musst du mein Handy anschließen, dann läufst du raus. Die Verbindung wieder weg und so. Ja, deswegen habe ich hier nie Mucke. Und jetzt gibt's Mucke in der Werkstatt. Das schraubt sich doppelt so schnell. Ich sag's euch. Ich freue mich so wahnsinnig sehr. Oh, das glaubt ihr nicht. Hammergeil. Na, das kann ich ja mit den Makita hier Akkus verwenden oder auch mit dem Stromkabel. Ey, das ist so nett.
Krass. Das sehe ich auch als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Mensch, das ist so erst, was haben wir heute, den 11., ne? Ja, 11. In 15 Tagen, Leute. Mann, echt, also vielen, vielen Dank. Krass. Das ist ja, sollen wir hier aufmachen oder was? Ja, auch selbsterklärend, ne? Hey. Da ist noch das Kabel drin. Abstandshalter. Ja, das ist eigentlich geil. Da passen hier die alten Akkus rein, die neuen auch und die kleinen. Mit dem müsste jetzt hier reinpassen. So. Hier mit der Antenne, sollen wir die noch hochklappen oder was? Sowas auch noch nie benutzt. Willkommen. Searching. Nee, Scanning. Ja. Krass. Also echt, das ist. Oh, jetzt habe ich was gedrückt. Das hätte ich wieder nicht sollen. Hilfe. Ich wollte es gar nicht tun. Mega. Haben wir hier noch USB? Also, wie ist der Audio an? Der geht schon mal. Jetzt wollen wir nur einmal suchen. Tuning Select. Wo können wir denn hier was machen? Hier, ah. Siehst du, lass ihn mal suchen. Dene ist ja immer klar, das haben sie gerne drin. Dann kannst du hier noch über Bluetooth das Handy auch verbinden. Hammergeil. Also richtig geil. DAB Plus. Ne? Hammer. Und er sucht jetzt automatisch anscheinend die Sender. Geil. Hau ich euch auch auf meine Liste hier unten, wer das auch für sowas interessiert. Ne? Da findet ihr dann alle solche Sachen. Und wie kann ich denn jetzt hier... Was haben wir denn hier? Das ist der Nordsee, den habe ich auch noch nie gehört. Machen wir jetzt mal NDR 2. Irgendwie haben wir das noch nicht richtig. Es lässt sich sehr gut hier. Ah, den können wir jetzt hier speichern oder was? Geil. Die humanitäre Lage im Gazastreifen. Trotz. Richtig gute Qualität. Also auch vom Empfang her. Wollen jetzt hier nicht keine nervigen Nachrichten haben. Aber geil. Dann kann ich hier wieder drücken. Jetzt zum Beispiel hier Enjoy. Auf dem zweiten speichern. Wenn ja auch Nachrichten laufen. Ja. Hat auch kein Mensch Bock drauf. Geil. Echt. Ich bin schwer begeistert. Das ist so nett. Also ganz großer Daumen geht raus. Vielen, vielen Dank. Das ist also eine richtig krass große Bereicherung für die Werkstatt. Das glaubt ihr gar nicht. Geil. So, ja. Einmal schnell die Schaufel hier beim Hoflader abspannen. Und dann hole ich gleich mal den PKW-Anhänger nach vorne. Einmal anspannen. Top. Durch, ja. Oh, passt perfekt. Sehr gut. So, dann wollen wir mal die Kreisecke hier schnell verladen. Da ist ja nichts bei eigentlich. So. Hab sie an 4 Punkten fest. Dann kann sie auch nicht runterfallen. Oder verdrehen oder so, wisst ihr?
So, dann haben wir die schon mal verpackt. Kann die noch verzurrt werden, stell sie erstmal oben in die Werkstatt. Und dann bringen wir die demnächst weg, wenn wir auf dem Weg sind da. Ja, das ist das Einfachste mit dem Pkw-Anhänger. Geht ein bisschen schneller. Und ja, ne, ist ratzfatz gemacht. Dann. So, dann fahren wir das schnell mal hoch hier. Und dann hier können wir das, wie gesagt, gut verpacken. Hätte noch ein bisschen weiter nach vorne können, aber ist jetzt nicht super dramatisch. Kann ich schlecht vom Trecker aus sehen. Ist schon top so, ne, wenn man sowas hat. Finde ich geil. Im Hoflader und Anhänger, ne? Wisst ihr? Zack, zack. Das Schock. Ja, wir sind gerade hier in der Werkstatt. Ich habe mal Annika dabei. Und ich mache was Schönes für euch. Ich werde den Schraubstock endlich reparieren. Willst du mal ein bisschen halten hier? Ich hätte, mein Gott, Walter, wo ist der Halter? Oder? Wird schon lange bemängelt. Rippers. Ich weiß auch nicht, was die Leute haben. Der hat ein bisschen Schluck? Bisschen Toleranz. Ne? Sitz wackelt in der Luft. Weißt du was, wenn deine Fans was sagen, ne? Aber ich meckere jetzt schon lange, dass du mir meinen Spiegel aufhängen sollst. Ich fasse keine Spiegel an. Wenn der kaputt geht, ne? Ne. Nicht mit mir. So. Siehst du, Probleme gelöst. Jetzt wackelt er nicht mehr. Ja, tipptopp. Folgt mir für weitere Tipps. Haben wir jetzt hier auch so ein Besengerät? Gott, kannst du auch mal deine Werkbank aufräumen? Ich kann auch deinen Bart nehmen. Hier sind deine Haare. Ich habe echt kein Besengerät. Wo ist denn das? Ich hatte doch hier mal so ein. Der ist in deinem Trecker, den hast du den nicht. Den hast du gemobbt, du Schwein. Da weiß ich, wo er ist. Ja. Ne? Dann nehme ich halt deine Zahnbürste. Das andere hilft mir nicht, kann ich mehr. So aus, ne? Du würdest auch ganz schön am Rohrfeigenbaum, ne? Oh Mann, du hast auch heute ein Clown gefrühstückt, Annika. So, den wollte ich jetzt hier so interpretieren. Ja. Dann ja, mach das mal. Interpretation, okay? Yep. Tada! Ich habe wieder was geschaffen, ne? Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Irgendwie so. Wird nix. Dachte ich hier so, da so und dann so, ja. Geil, oder? Oder man nimmt nur die Hälfte von dem Eisen, ne? Oder man nimmt was anderes. Ja. Ich guck noch mal. So in etwa, ne? Hier so. Tun wir so machen. Und dann das hier so, die Quadratwurzel 7. Das ist voll ein Idiot. Oh, irgendwie so, ne? Ja. Wenn er pfeift, hat er übrigens gute Laune. Er pfeift nur, wenn er gute Laune hat. Na gut, ich pfeife nie. Nee. Oh, dann bist du jetzt ein richtiges Schraubermädchen, du. Ich habe gedacht, das war Öl. Guck mal, macht Papa auch mal gerne. Das ist gut für die Haut. So, sollen wir mal bohren. So, ich habe hier schon mal einen hier schön löchrigen Käse produziert. Ne? Nee, ich habe einfach ein altes hier Reststück genommen. Das war mal für, weiß ich nicht. Der Gedankengang ist einfach, wir haben hier am Schraubstock zwei Löcher, ne?
Und wir haben ja nun mal das Phänomen, dass wir hier eine Holzplatte haben. Und diese Holzlöcher, wenn man da ordentlich beinimmt, die fransen ein bisschen aus. So, und jetzt werde ich das Ganze hier nachher mit 6 Löchern befestigen. Das heißt ja, wir haben 4 Löcher mehr. Wer gute Mathe ist, kann das aufrechnen. Nee, und dann haben wir einfach da einen besseren Halt. Das erhoffe ich mir eigentlich dadurch. Mal sehen, ob das auch so in der Praxis passt, aber das denke ich mal, dass wir da einen besseren Halt erzeugen. Und ich brauche eigentlich gar nicht mehr Platte wie nötig. Es ist ja Quatsch. Deswegen, das Reststück passt hier perfekt. Da steht der Schraubstock exakt drauf. Also ist wieder dafür gemacht. Ich habe da nichts geschnitten oder so. Ich habe jetzt nur 2 Löcher noch zusätzlich reingebohrt. Und ja, dann können wir das jetzt so nehmen. Meiner Meinung nach sollte das dann den gewünschten Effekt erzeugen. So, dann wollen wir das Ganze mal dingseln. Ich habe jetzt schon mit dem Holzbohrer hier natürlich Löcher reingebohrt, ne? So, klappt das jetzt so, wie ich mir das vorstelle? Da müssen auf jeden Fall länger rein. Er hat denn längere? Die Länge? Ja. So. Aber die werden nicht lang. Nee. Ja, da brauchen wir noch mal längere 12er. Oder Gewindestangen oder so. Ja, für vorne werde ich mir noch 2 längere Schrauben besorgen. Das finde ich jetzt schöner, als da Gewindestangen zu nehmen. Muss ich mir gleich mal ausmessen. Und dann sollte das eigentlich nachher gut gehen. Aber das wird jetzt ja schon mal besser halten als vorher. Jawohl. Ziehen wir das gleich schön fest und dann sollte der besser halten. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Den Schraubstock. Ja. Denn hier sind wir gut dabei. So, hier können wir keine Scheiben nehmen. Ich hoffe, das passt überhaupt. Weil wir da so dicht an die Ecke gekommen sind. Jetzt müssen wir da unten noch was rausklippen. Na, mir ist die andere Seite die einfache. Ja, auch nicht. Oh. Ach, je. Nee, nee, das wäre auch zu einfach gewesen. Sind wir zu weit vorne. Ja. Ach, Brunhilde. So, ja. Ein paar Komplikationen, die gehören dazu. Hier, der eine hier. Der kommt nicht dran vorbei, weil ich ja die Löcher genommen habe, die auf der Platte sind. Aber das müsste trotzdem stramm halten. Ich habe jetzt doch Gewindestangen genommen, weil das hier auch nicht passt. Und ja, da haben wir das gleich ordentlich. Ich habe da keinen Bock, wenn das hier nachher ja, dann auch wieder nicht passt. Und so haben wir das, glaube ich, ordentlich. Ich schraube es mal fest und dann gucken wir uns das gleich mal an. Ja, wir haben ihn fest und nun sitzt er. Das sollte er nicht halten. Ich habe das so festgezogen in 6 Punkte mit Schlagschrauber noch. Also er ist richtig fest. Oder was sagst du, Annika? Ja, bombenfest. So, dann habe ich hier schon mal angefangen und ja, hau das Styropor raus. Ich habe versucht, die aufzubohren, diese Stöpsel hier, ne?
dass man die rauskriegt irgendwie, aber kriegst du nicht. Ja, muss sowieso entsorgt werden, von daher ist es auch egal, wenn das dann kleinere Stücke sind. Ne? Ich ziehe die einfach runter und nehme ich jetzt immer nach die Lampen ab. So, dann kommt hier die Holzdecke und da hoffe ich, das weiß ich noch nicht, wie das klappt, dass ich die mit dem Hoflader so hochdrücken kann, wisst ihr? Das ist ja nur genagelt, Stück für Stück, klack, klack, klack. So, dann sind nur noch die Balken nach und da können wir dann schon die alle bis auf den ersten und letzten rein theoretisch rausnehmen, das sehen wir aber noch. Ne? Und das andere muss erst angepasst werden, aber so wäre der Plan. Mal schauen, wie das läuft. So, da haben wir schon mal ein ganzes Teil raus hier. Tipptopp. Ist sonst eine geile Decke. Das tut einem bei dem Herzen weh, die rauszureißen. Ne? Das ist schon eine geile Optik. Ne? Das ist so. Aber hier sind auch so die Fassaden, die da auch zugehören. Wie gesagt, das wird auch langsam alles morsch. Ne? Und ja. Natürlich hauptsächlich da, wo die Lüfter waren, ne? Dann werden auch die Träger hier langsam morsch und sowas, weil die den Ammoniak dann hochgezogen haben, so. Ja, und ich kann es eben besser brauchen, wenn die Decke raus ist und das wird nachher auch extrem geil. Nur jetzt so, ich mache das gerne allein mit dem Balken und so, ne? Das ist ja, ist schon geil. Definitiv. Da gibt es nichts. Ne. Ja, die Kabel, das kommt ja alles weg hier, ne? Licht brauchen wir so an sich ja anders noch, ne? Das sehen wir dann noch. Fütterung kommt raus, die Heizungsrohre können weg, die brauchen wir ja nicht mehr. Ja, deswegen, das passt eigentlich alles sehr gut. Und ich habe gesehen, wir können den Träger auf jeden Fall noch wegnehmen. Ich glaube sogar, ja, den müssen wir auch noch wegnehmen können hier. Ne? Und dann kommt erst das, was trägt. Das heißt, die Presse soll ja hier hin, die Papppresse, dann könnten wir die auch schon zeitnah bald hier hinstellen. Eventuell werde ich jetzt demnächst erstmal beigehen und den vorderen Teil rausnehmen, dass wir die Papppresse hier schon mal hochbekommen, dass die unten da weg ist. Dann hätten wir eine Sache schon mal abgearbeitet. Ne? Die ganze Ecke hier aufräumen, das wollen wir auch noch alles ein bisschen in Kisten haben und sowas. Ja, das finde ich eigentlich ganz geil. Ne? Mal sehen. Aber das wird spannend. Ne? Dann soll ja oben natürlich noch überall Geländer rum und sowas. Da kommt ja wie gesagt noch eine Treppe und, da ist ja noch viel geplant. Ja, alles nach und nach, ne? Nee, das wird sich auch nicht verändern hier. Ja, Wahnsinn. Guck mal, hier ist auch schon was übergelegt. Die sind auch schon mal, ja, nachgearbeitet worden. Ne? Deswegen, ich sag ja, das fängt denn überall an. Das sieht so geil aus, aber obendrauf ist die Realität dann doch ein bisschen, ne? Ja. Und wie gesagt, ich kann hier nachher mit dem Trecker drin stehen. Das wird schon geil. Also richtig was weggeschafft hier. Ja, und dann soll morgen spontan noch geschrotet werden. Muss ich noch schnell mal eine Behälter auffüllen, das ist auch nicht so schlimm. Einmal hier die Hochkippschaufel raus. Da wurde auch noch gefragt, Sebastian, warum probierst du die denn nicht im Mist aus, um zu gucken, ob alles funktioniert? Weil, erstens würde ich die natürlich nicht mit Mist einsauen, ganz klar. Und zweitens, würde das rein theoretisch so, wenn man es machen würde, es wäre viel zu schwer. Also da habe ich ja bestimmt 2 Tonnen Mist drin. Mist, der wiegt richtig was. Also da, ne, das schafft er, das würde auch nicht mal heben, glaube ich. Also da der hat ja nachher hier 2,5, 2,8 irgendwie was am Frontlader dran an Tonnen. Ne? Also ne, das ist nicht ohne, das soll man nicht unterschätzen. So, das haben wir schon mal. Tipptopp. Ich kann gleich nochmal die Hochkippschaufel wieder rein. Ja, dann können wir morgen in Ruhe schroten. Morgen früh soll ich noch ein bisschen was vorbereiten, aber ja, das ist nicht mehr so schlimm. So, tipptopp. Morgen soll ich dann hier noch die Palettengabel einmal abbauen. Die brauche ich, um die Säcke hinzufahren und so was. Ne? Nee, aber cool. Da haben wir gut geschafft. Decke ist raus. Werkstatt, Schraubstock ist fest. Geil. Kreisecke ist da. Annika ist da. Alles zurecht. Ne? Tipptopp. Ja. Und du wolltest noch was erzählen? Ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Ne? Vorhin hat Stefan in der Werkstatt ja hier gebohrt und geflext. Und flexen tut er ja sowieso immer. Aber da hat er irgendwie so laute Sachen gemacht. Und dann hat mein Handy geklingelt und ich habe es nicht mitgekriegt. Und ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Für ein Konzert von einer großen Sängerin. So ein ganz kleines Konzert. So eins, wo, keine Ahnung, irgendwie so 20, 30, 40, 50 Leute, schätze ich, dabei sein dürfen. Und mein Handy habe ich nicht gehört. Und ich war so, scheiße, das waren die bestimmt. Jetzt hat es gerade noch mal geklingelt.
Und ich habe gewonnen. 2 Tickets. So cool, Mann. Ich bin richtig froh. Und ich glaube, ich nehme Stefan mit. Mal gucken. Das wird richtig geil. Also, wir sind in 2 Wochen in Kiel auf dem Konzert. Mega geil. Ja, echt. Hat keiner mit gerechnet. Also, ich sage ja, der Oktober, der kann so weitergehen. Bis jetzt war der gut. Läuft wieder. Ja. Geil. Ja, tipptopp. Dann haben wir das. Ja, in dem Sinne sagen wir denn vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen fetten Daumen nach oben hoch, ne? Ja. Und hier kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.